immer auf einer Seite anfangen. Und sich dann durcharbeiten. Wartet mal. Hier runter, hier hoch. Und jetzt müsste ich oben auf sein. So. Kann man hier ja mal eine Fackel anbringen. Kostet ja nichts. Natürlich läuft jetzt das Wasser plötzlich raus. Die sind penetrant aufdringlich, die Viecher. Du auch. Wie sieht's hier aus? Wunderbar. Ach Gott, das geht ja hier noch höher. Heißt, wir haben jetzt hier schon mal eine kleine trockene Gegend. Ja, das wird jetzt immer komplizierter, jetzt noch so die Reste trocken zu kriegen. So die einfachen Räume. Wartet, so besser. Die einfachen Räume haben wir jetzt alle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ach ja, einen hatten wir schon gefüllt. So. Ist der Dreck erstmal weg? Auf der anderen Seite haben wir aber nicht so einen komischen. Nee. Und das ist doch schon mal hier ein Anfang. Ja, ich glaube, den kriegen wir relativ gut jetzt hin. Dadurch kriegen wir natürlich dann auch wieder ein paar Dreckblöcke zurück. Jetzt fragt er auch. Ja, der kann auch noch weg. So, da noch schnell. So. Einsammeln. So. Dann gucken wir mal, was unsere Schwämme machen. Die sind doch mit Sicherheit schon fertig. Ja, wenn ich den jetzt auch noch wegkriege, hier, den ganzen Block.
Wunderbar. So, jetzt haben wir noch hier unten Wasser. Jetzt haben wir nur noch auf der Seite Wasser. Hat einer eine Idee, wie ich jetzt hier rauskomme? Hallo, du da oben. Dich möchte ich auch mitnehmen. Ja, einmal noch. Und hinterher machen wir hier drin einfach eine Fledermauszucht. Wieso auch immer man eine Fledermauszucht machen sollte, wo diese Viecher ja gar nichts droppen. Ups. Ja. Hätte ich lieber einen Dreckblock hingelegt. Man muss hier immer gucken, wo kann man noch was wegnehmen, wo nicht. Ja, und ich habe das Gefühl, sobald ich einen Schritt vor die Tür gehe, bin ich sowas von tot. So, der Raum ist trocken. Der zweite Raum. Jetzt auch. Gut, dann haben wir noch zwei über. Die werden wir wieder hier hinsetzen, damit wir hier ein Stück weiter vorankommen. Dann arbeiten wir uns nämlich dann den Weg entlang. Der führt uns dann einmal rum und dann haben wir schon den Umriss des ganzen Komplexes hier. So, jetzt müssen wir natürlich von oben erstmal anfangen. Kein Dreck mehr? Nö. So, damit hätten wir hier alles auf einer Linie. Wie sieht's hier aus? Ups. Da war ich etwas zu voreilig. Hier einen zu hoch nehme ich. Oh, guck mal, da haben wir schon bis hier hinten. So, erstmal sammeln, was so liegen geblieben ist. Und dann holen wir mal wieder die Schwämme raus. Ja, die zwei Räume hier, die bringen jetzt ordentlich was. So. Und dann geht's wieder ein paar Stückchen weiter. Hier ist es ruhig geworden irgendwie. Na, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Da war ich weit.
Na gut, dann haben wir diesmal nicht ganz so viel geschafft. Aber immer noch genug. Ich habe auch schon lange keine von den Viechern mehr gesehen. Zeig mal. Nö, da auch nicht. Stimmt meine Theorie vielleicht? Oder liegt es daran, weil es hier so trocken drin ist? Gute Fragen. Gute Antworten wären mir lieber. Schade, dass hier so wenige von den dunklen drin sind. Da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Bedarf. Aber ich glaube, die kann man auch alle irgendwie umcraften. So, machen wir den mal hier komplett weg. Nachdem wir hier die Reste eingesammelt haben. Ich glaube, hier können wirklich keine Monster spawnen. Keine Ahnung. Also normal ist es hier an vielen Stellen dunkel genug. Ah, schön. Dann haben wir die Seite schon komplett. Draußen scheint noch ordentlich was zu sein. Nur hier drin scheint es ruhiger geworden zu sein. Na, das heißt, das große mittlere Räumchen habe ich ja noch gar nicht angefangen. Da wird ja wohl die Party abgehen. Ich arbeite mich jetzt um diesen Raum herum erstmal. Naja, eine Fackel abgerissen. Schlimme wird zum Schluss, die Reste von außen zu holen. Besonders wenn die Viecher weiter spawnen. Und ich habe so das doofe Gefühl, das wären sie. Das ist ein guter Anfang, würde ich mal sagen. Gut, was machen wir als nächstes? Jetzt da hinten weiter zu gehen, hat glaube ich wenig Sinn. Das heißt, wir gucken einfach mal, was wir hier zum Beispiel haben. Ein kleines Räumchen. Das kriegt man ruckzuck trocken. Wenn man es richtig macht. Ach, guck mal, da ist ja endlich mal wieder einer.